die erste Tagesschau der Woche vor. Ich bin also heute dabei mit meinem heutigen Gast, Moritz Leuenberger, der erste und einzige 68er, der Bundesrat geworden ist und gestern 68 geworden ist, jetzt ein echter 68er ist. Herzliche Gratulation. Okay. Und der Anlass ist jetzt nicht dein Geburtstag, sondern eine Rede, die du vor knapp einem Monat gehalten hast, von Psychiater. Und aus dieser Rede kommt raus, und sehr interessant, nicht wer du bist, sondern wer du geworden bist. Wollen wir darüber reden? Ja, ja, ja. Darum bin ich auch gekommen. Ja. Genau. Also, fangen wir doch irgendwo an. Und zwar mit deinem Rücktritt. Wir treten auf, wir spielen, wir treten ab. Ich danke Ihnen für das Zusammenspiel. Das heisst, wir spielen? Sind wir Schauspieler? Oder bist du speziell Schauspieler gewesen? Ich habe da die Politik extra mit dem Theater verglichen, weil sie sehr viele Ähnlichkeiten hat. Wobei der Spruch «Wir treten auf, wir spielen, wir treten ab», das ist ein alter griechischer Spruch. Die Welt ist eine Bühne und das Leben ist ein Auftritt. Und das habe ich jetzt auf die Politik bezogen. Ich finde, Theater und Politik haben viel gemeinsam. Wir tun ein Anliegen oder ein Sachverhalt in kurzer Zeit, in einem Rahmen, wie eine Bühne, müssen wir es überbringen. Haben zum Teil sehr wenig Zeit dafür. Man braucht schauspielerische Mittel. Von daher finde ich, die beiden haben viel miteinander zu tun. Gut, schauen wir doch mal, wie du deine schauspielerischen Mittel eingesetzt hast. Und schauen wir mal das Datum an, 1945. Gewählt ist mit 124 Stimmen. Monsieur Moritz Leuenberger. Also, da sehen wir, er ist jetzt gewählt worden. Und wenn du das jetzt anschaust, welche Rolle hast du da gespielt? Ja, da habe ich nicht gespielt. Da bin ich. Oder es ist ein grosser Moment im Leben. Es war natürlich auch ein Triumph gewesen, aber ich habe bereits auch die Verantwortung gespielt. Man sieht ja, ich bin relativ. Fast ein bisschen bedrückt und müde. Eben, aber hast du mir das wollen zeigen? Weil ja, ich bin an den ganzen Tag bin ich dann mit dir rumgelaufen, in Bern, von Termin zu Termin. Ja, und ich weiss, ich habe auch ein bisschen, wenn ich das heute wieder anschaue, die Interview, die ich nachher gegeben habe, dachte ich, um Gottes Willen, ist ein bisschen langweilig und ein bisschen müde. Aber irgendwie habe ich schon gespürt, was für eine Verantwortung kommt. Ich kann ja nicht wie ein Fußballer sagen, ich bin gewählt. Aber gerade so. Also ja, ich habe mich immer gewundert, wieso freue ich mich mehr über die Wahl von dir als 68er aus Zürich als du. Das ist vielleicht im Moment gewesen. Auf mich ist ja auch etwas zugekommen, oder? Und irgendwie habe ich halt das schon gespürt. Das ist auch eine Last gewesen, die da gekommen ist. Also du hast ja Folgendes gesagt an dieser Rede in dem Zusammenhang: Ein Ständerat schreitet anders als ein Nationalrat. Ein Parlamentarier spricht schnell, ein Bundesrat langsam. Macht er das bewusst oder automatisch, einfach weil er da die Vorbilder hat? Er macht es meistens unbewusst. Es gibt sicher beides, aber er macht es unbewusst. Langsam kommt man in eine Rolle rein. Die Leute, sage ich jetzt mal, die Parlamentarier beispielsweise, erwarten von einem Bundesrat, dass er jetzt da nicht quick, lebendig wie ein Jungtürke drauf los schnürt, sondern dass er seine Worte gesetzt ausgeht. Und dem unterzieht man sich mit der Zeit, diesen Erwartungen. Und so verändert man sich auch. Also, ist das bewusst gewesen, dass du dich dort schon so schnell verändert hast? Nein. Ich habe ja auch das Beispiel gebracht. Ich habe lange gezögert, soll ich kandidieren oder nicht als Bundesrat. Und dann sagt mir eine Nationalrätin, die mich relativ gut beobachtet hat, gell, du kandidierst. Ich sehe es, wie du läufst. Oder also, aber plötzlich kann ich das unbewusst offenbar. Ja. Und jetzt, seit ich zurückgetreten bin, kann ich das vielleicht ein bisschen besser mit Distanz beobachten. Genau, und das machen wir. Und darum ist es auch bemerkenswert, die Rede, dass wir die jetzt ein bisschen analysieren können. Weil du hast auch noch Folgendes dazu mal gesagt. Ich kann mich gut erinnern, als ich gewählt wurde, bei der Hauptwunsch, den ich immer wieder gehört habe, bleib, wie du bist. Eben, aber das ist man dann ja nicht. Man ist ja nicht wie... Bleib, wie du bist. Das erhofft man sich, das erhofft die anderen, das erhofft man selber, aber dann ist man plötzlich etwas ganz anderes. Man hat eine neue Rolle und die Rolle steht unter dem Erwartungsdruck von der, ich sage jetzt Zuschauer, Publikum, sollte man in einer direkten Demokratie so nicht sagen, aber doch von der Wähler, die gewisse Erwartungen haben. Und langsam passt man sich dieser Rolle eben auch an. Man bleibt nie, wie man ist. Aber wann hast du gemerkt, dass du so ganz anders geworden bist? Ja, so wahnsinnig ganz anders bin ich jetzt auch nicht geworden, würde ich jetzt sagen. Das ist immer ein bisschen ein Wechselspiel, oder? Und je bewusster man sich dessen ist, desto eher kann man dann bleiben, wer man ist. Also die gar nicht realisieren,
dass sie sich verändern, weil sie zum Beispiel mehr Macht haben. Man hat, das muss ich halt jetzt sagen, als Exekutivmitglied mehr Macht, als man vorher als Parlamentarier hatte. Aber es gibt viele Leute, die verneinen das. Die sagen, ja, ich, Macht. Nein, ich habe doch keine Macht. Das hört man immer wieder von Politikern. Ich finde das erstens ein bisschen verantwortungslos, aber auch ein bisschen naiv. Man hat Macht. Und die Leute stehen einem ganz anders gegenüberstehen. Also eben, wenn Bundesrat oder... Es kann ja auch ein Manager sein, oder? Das ist überall. Oder in den Medien einer, der eine höhere Stelle hat. Macht vielleicht einen Witz und alle lachen gehorsamst. Aber wenn er den gleichen Witz als normaler Mr. X macht, dann kommt, hört doch mit dem Seichel. Genau, das hast du in dem Vortrag der Psychiater auch erzählt. Mit der Zeit glaubt der Politiker, die Zuhörer fänden seine Witze tatsächlich lustig. Dabei ist es nur ein hierarchisch bedingtes Lachen. Im Nachhinein. Schämst du dich ein bisschen dafür, dass die Leute so viel gelacht haben bei dir? Ich habe da gar nicht so speziell mich selber gemeint. Also, logisch! Das gebe ich jetzt auch zu. Oder? Also, und ich habe übrigens nach dieser Rede Mails bekommen von Leuten, die geschrieben haben, nein, bei Ihnen haben wir dann wirklich gelacht. Also, aber gut, du bist aber dann ja auftreten als Schauspieler und hast noch Kabarett gemacht etc. Ja. Du hast das noch richtig benutzen, die Kombination von Politiker und Schauspieler gleichzeitig. Ja, es hat aber immer einen politischen Hintergrund gehabt. Und indem man mit schauspielerischen Elementen, insbesondere auch mit Humor, ein Anliegen überbringt, kann man das sehr viel besser. Da öffnen sich sehr viele Türen, die sich sonst nicht öffnen würden, wenn man nur ein amtliches Kommuniqué oben abliest. Aber da muss man nicht bei Leute und Plan irgendeine Nebenrolle spielen, um irgendetwas Politisches zu transportieren. Nein, das ist jetzt ein Joke gewesen. Da habe ich jetzt nicht so viel. Immerhin, ich habe die Serie gut gefunden. Ich habe die Serie unterstützt. Und ja gut, aber das finde ich eben auch noch speziell. Du bist Medienminister und hast dir erlaubt, Medienkritik zu machen. Ist natürlich speziell, wenn das der Medienminister macht, weil das ist unter dir. Und ist das nicht ein Teil von der Selbstüberschätzung gewesen, dass du dich da eigentlich eingebracht hast? Ja, die Arena finde ich nicht so gut, Unterhaltungssendung auch nicht. Ich finde einfach, jede Schweizerin und jeder Schweizer macht Medienkritik. Ich finde die eine Sendung gut und die andere schlecht. Ja. Wieso soll ausgerechnet der Medienminister als Einziger sich einen Maulkorb anlegen können? Also weil es anders ankommt. Ich habe es aber auch mit aller Zurückhaltung gemacht. Ja. Oder? Also, ich habe gesagt, ja, bei der Arena. Habe ich ja sogar, als ich Bundespräsident war, versucht, in der Eröffnungsarena neue Mittel reinzubringen mit SMS. Und so. Ja, aber das sind dann die Journalisten nicht so innovativ gewesen, wenn ich das Ganze. Wie du hättest. Aber du hast ja daraus einen allgemeinen Befund gemacht, der erschreckend ist. Mit der Zeit meint der Politiker wirklich, er wisse zu allem und jedem eine Antwort und er spricht ständig ex cathedra, also von oben runter, also von der Kanzlei. Er glaubt, die Leute interessieren sich für ihn als Menschen, dabei interessieren sie sich nur für seine Rolle. Das heisst Hybris, also Selbstüberschätzung, oder? Das ist eine Entwicklung, die ich tatsächlich finde. Es ist ja übrigens nicht nur der Politiker, wie ich vorher gesagt habe. Es ist natürlich immer in Hierarchien. Ja. Oder? Es kann auch ein Manager sein. Und das Schlimme finde ich, ich kann ja Parallelen machen, ein Lehrer. Ein Lehrer vor einer Primarklasse. Er hat natürlich einen ungeheuren Wissensvorsprung. Er hat eigentlich immer recht, er weiss auf alles eine Antwort. Und nachher daheim benimmt er sich genau gleich. Zu seinen Kindern und zu seiner Frau. Und der Bundesrat auch. Ja, da sehe ich eine Parallele. Oder wenn jemand exponiert ist in einer Stelle, die hierarchisch ganz weit oben ist, dann alle Leute fragen ja alles zu irgendetwas, oder? Auch wenn ich im Tram bin. Das ist, und dann sagen, oh, sie, das weiss ich jetzt nicht. Dann sind sie ganz enttäuscht, weil sie finden, der muss alles wissen. Und wenn man dann noch selber meint, man wisse alles, dann ist das eine grobe Selbsttäuschung. Aber kann man dann auch eben die Selbstüberschätzung, dass das einen mit Irre führt, dass man eben dann eine Hybris hat und das Gefühl hat, man kann sich eben mehr erlauben, man ist in einer höheren Phase. Also, der Fall Gary Müller, kann man das so erklären? Nein, das finde ich jetzt, also, er hat ja nichts gesagt. Er hat ja verhalten. Hat einfach das Gefühl, ich kann mir alles erlauben. Oder? Und ich habe zwar eine dunkle Seite, aber ich lebe sie sogar noch aus. Ja, also da sehe ich jetzt nicht unbedingt eine Parole. Also, da sehe ich etwas anderes. Ich wollte damit einfach sagen, man wird in eine Rolle hineingekieft, wo man scharf sollte sich selber beobachten und nicht denken, nur weil alle
Verantwortung nach oben abschieben, kann ich die auch tatsächlich alle warnen. Ja, ich frage darum, weil du auch sagst, der Repräsentant mutiert zum Ideal. Ja. Und wenn er ein schlechtes Vorbild ist, oder eben so eine dunkle Seite hat, dann kommt es natürlich doppelt und dreifach zurück. Oder was ich wollte sagen, der Politiker repräsentiert ja seine Wähler. Ja. Sie wollen das, dass er sie repräsentiert. Sie wollen sich in ihm wieder sehen. Und weil sie sich selber idealisieren, möchten sie nicht unbedingt nur eine Repräsentation, sondern sie projizieren schon ein Ideal in ihnen. Also, und das sieht man ja in all diesen moralisierenden Diskussionen darum, wenn eine deutsche Ministerin vor 30 Jahren bei einer Dissertation etwas abgeschrieben hat und nachher muss sie zurücktreten. Oder ein US-General, wo ein außerehliches Verhältnis hat, aber ein sehr guter General ist. Das entspricht offenbar nicht der Moral der Wähler, oder? Wenn er zurücktreten muss. In Amerika ist man apuritanisch in diesem Bereich. Das will ich ja damit sagen. Oder? Also da aber andere Leute haben so auch ein außerehliches Verhältnis und er muss dann aus dem Beruf zurücktreten. Das hat mit dieser Projektion, mit dieser Idealisierung etwas zu tun. Gut. Wobei die Moralisiererei kommt ja auch ein bisschen, die wird auch als Kampfmittel eingesetzt. Oder? Tun wir noch ein bisschen deine Rolle ein bisschen analysieren. Bundesratsfoto 1999. Alle lächeln, alle grinsen. Und einer macht einen sauren Stein. Moritz Leuenberg, was hast du da signalisieren? Ja, also ich finde, man soll auf Fotos nicht immer Cheese machen. Eben. Das war ein Terror. Hinten hat einer gesagt, Cheese. Und das regt mich auf. Und ich meine, schau mal die Fotomodelle so in. Also seit schon damals, die machen ja, was die für einen Stein machen. Und sind Fotomodelle. Also, das habe ich jetzt auch ein bisschen ernst geschaut. Jetzt schauen wir mal 2001 an. Du warst, glaube ich, Bundespräsident. Wer macht den meisten Cheese? Der Moritz, was ist denn passiert mit dir in diesen 2 Jahren? Das bestätigt meine Rede. Hätte ich die Fotos nicht gehabt, hätte ich sie dort können zeigen können. Also, dort war ich Bundespräsident und habe mich schon ein bisschen angewöhnt. Dann hast du wählen, ich glaube, cool, es ist noch weitergegangen. Also, du hast dann nachher gesagt, du hast dann angefangen zu plagieren. Also Sachen, hast gesagt, 116 Tunnels hättest du. Plagieren, ne? Das sind einfach reine Statistiken. Nein, aber du hast dann noch gesagt, das ist schon ein sichtbarer Erfolg. Ich habe jetzt nicht gewusst, ist das ironisch gemeint oder ernst? Hast du das wirklich Gefühl gehabt, das sei dein Erfolg? Ich weiß jetzt nicht genau, also bei meinem Rücktritt. Ja, also gut, schauen wir uns doch noch mal, was du vorher gesagt hast. Zu Beginn meiner Amtszeit scheute ich mich, Autobahnen zu eröffnen. Und vor den Fotografen zeigte ich mich mürrisch und unwillig. Am Schluss schnüffelte ich freiwillig an Auspuffen. Also was ist da abgelaufen in dir? Ich habe das zuerst, die Autobahneröffnungen mit diesen Scheren und diesen Bändern und dieser Musik, die dann kam, das habe ich als etwas Lächerliches empfunden. Und jetzt läuft das, oder? Ja. Müssen wir dem schnell zuhören? Nein, das macht nur irgendetwas doofes mit dieser Schere. Jawohl, gut. Ja, und langsam habe ich gemerkt, ja halt, das ist ganz eine ganz grosse Chance. Niemand hat so viele Journalisten wie bei Autobahneröffnungen. Ja. Und ich habe angefangen, inhaltliche Reden zu halten und habe auch eine gewisse Theatralik extra gemacht. Ich gebe es auch das zu, ich habe langsam Freude daran bekommen. Mhm. Also es hat tatsächlich sich bei mir etwas verändert. Also die Eitelkeit ist auch ein bisschen vorgekommen, oder? Ja. Kann man sagen? Ja, also das ist etwas, was ich ja immer betont habe. Jeder Politiker ist auch ein Narziss. Mhm. Also ein Journalist nie, oder? Aber aber ich will damit sagen, ein Politiker, der einfach nur sagt, ja, ich mache es fürs Allgemeinwohl und so, das ist unglaubwürdig. Er will sich auch gefallen, er tut auch gerne auftreten, er tut sich selber darstellen. Das gilt auch für mich. Ja, aber für dich vielleicht noch speziell. Ich habe das Gefühl, du bist zum Teil in die eigene Falle getrampelt. Zum Beispiel da. In wenigen Minuten kracht der letzte Fels wie ein tödlich getroffener Dinosaurier. Wird er Staubwolken von sich stöhnen und unter lautem Gekreische gibt der Berg nach. Also was hast du da wollen, irgendwie signalisieren? Ich weiß nicht, das ist einfach die Sprache, jetzt fällt mir das Adjektiv. Ja. Also ich habe das jetzt noch lustig gefunden. Ja gut, du hast zum Beispiel im Lötschberg-Tunnel gesagt, noch selten konnte ich so schnell etwas bewirken. Das ist dann übel bekommen. Dann sagt er, macht sich über sein eigenes Amt lustig. Das ist richtig. Und das ist eben auch etwas, was ich bei dieser ganzen Repräsentationsfrage mit der Zeit beobachtet habe. Was die Leute nicht vertragen,
wie man sich über die eigene Rolle lustig macht. Mhm. Selbstironie kommt gar nicht an. Ich selbst bin sehr ein ironischer Mann, manchmal viel zu fest. Aber Ironie kommt ja meistens bei 80% der Leute nicht an. Wie lange hast du denn du gebraucht, bis du das gemerkt hast? Ja, also das ist eine Erziehungsfrage bei mir. Ich habe immer sehr, ich habe das rasch gemerkt. Und die Ironie, aber die Selbstironie habe ich eigentlich immer gedacht, ja, ich selber habe mich nicht immer so ernst genommen. Es gibt Momente, wo ich mich sehr ernst genommen habe und das auch sollen und wollen als Bundespräsident. Mhm. Aber jetzt dort, wo ich da eine Show machen muss und nicht mehr auf drücken. Ja, aber gleich, der hat Arbeiter jahrelang gearbeitet. Ja, nein, ich habe ja nur gesagt, ich habe gedrückt und dann hat es donnert. Dann habe ich gesagt, es ist selten, dass ich so schnell... Ja, das hätte ich nicht sagen sollen, aber ich habe es gesagt, ein bisschen selbstironisch und ist nicht... Obama, ein anderes Beispiel, der Obama hat letztens gesagt, oh, da muss ich zuerst Tea Party fragen. Ja. Das finde ich eigentlich einen lustigen, selbstironischen Witz, aber das ist gar nicht gut angekommen. Gut, hat aber einen politischen Hintergrund. Ja. Du hast ja geredet in dieser Rede von der moralisch-medialen Linkjustiz, dass die Medien härter bestrafen als zum Beispiel Strafbehörden, oder wenn irgendetwas schief geht. Der Joschka Fischer hat mir mal gesagt, jeden Morgen steht er auf und überlegt sich, wer will mir heute das Leder. Hast du das auch gehabt, gegenüber den Medien? Nein, so nicht. Hingegen habe ich schon auch... gelitten ist vielleicht, aber ich war schon immer in einer gewissen Spannung gewesen. Und sagen wir mal, die Nacht vom Samstag auf den Sonntag, da ist man ganz früh aufgestanden, nicht mehr ausschlafen. Wir müssen die Sonntagszeitung ganz früh anschauen, weil wenn dort etwas falsch gestanden ist, haben es alle anderen Medien übernommen. Hat man müssen richtig stellen. Da war man immer ein bisschen auf Trab, ob wieder etwas kommt. Das ist richtig. Das mit Gefühl, die Journalisten sind darauf aus, dir ein Bein zu stellen. Nein, das wäre jetzt wieder personalisiert. Was ich mit dieser Lynchjustiz habe, würde sagen, es sind ja auch nicht nur die Medien, das sind ja auch immer über politische Gegner. Aber ich finde, dass man den Pranger abgeschafft hat, dass man die Verjährung eingeführt hat, das sind alles aufklärerische Fortschritte. Und in dieser moralisierenden Debatte, keineswegs nur von den Medien, sondern es hat ja immer auch, Medien sind ja die Go-Between, Leute, die ein Interesse daran haben, da muss dann eben plötzlich jemand zurücktreten, wo er sonst niemals ein Berufsverbot dafür bekäme. Und ich weiss von vielen Leuten, die wollen zum Beispiel, die haben gar nicht vor einem Gerichtsverfahren Angst, sondern von der medialen Begleitung von dem Gerichtsverfahren. Also. Darum gehen sie mit dem Staatsanwalt eine Strafe ein, obwohl sie sich gar nicht schuldig fühlen. Und das zeigt das schon ist eine grosse mediale Macht. Ja. Genau. Ja. Und du hast ja sehr oft gegenüber Journalisten, gegenüber der Öffentlichkeit, deine Unlust irgendwie gezeigt. Dann hast dich also nicht zurückgehalten. Man hat immer das Gefühl gehabt, warum macht er das eigentlich? Du hast ja 15 Jahre lang gemacht. Es gibt ein Dokument, das das auf eine zum Teil spezielle Art und Weise zusammenfasst. Schauen wir es uns doch mal an. Wir haben jetzt schon eine Stunde lang hier den Scheiss ablaufen mit den Leuten. Und dann mache ich irgendwie. Sollen normale Interview. Der gleiche Scheiß wie da. Ich mach mir nur verrückt, oder? Oder Scheiße. Also, sind Sie vorbereitet auf die Fragen? Also das geht doch nicht. Das ist gut in dem Fall. Danke vielmals. Wenn du den jetzt sogar siehst, gelachen am genau. Wenn du den jetzt siehst, wie kommt jetzt der dir vor, der Politiker? Also, den kann man ja auf YouTube anschauen und er wird angeschaut, wie verrückt und lustiger. Also gut, es ist erstens mal, es ist gefilmt worden, versteckte Kamera. Nein, oder? Es ist im Studio. Die haben einfach, es ist vor der Sendung gewesen. Ja, aber sie haben gesagt, die Kamera sei item. Da bin ich jetzt einfach. Da hat mich ein Journalist wirklich auf die Palme gebracht. Ich habe mich gehen. Aber lustigerweise schätzen das sehr viel. Und ich bekomme heute noch Mail, wo die Leute sagen, endlich habe ich es einem gesagt. Ja, gut, aber eben noch aber ich finde es eigentlich nicht gut. Oder? Also, nicht ich will gut. Das nicht verteidigen. Aber, Du bist sehr oft mit einem sauren Stein rumgelaufen. Man hat das Gefühl, dir stinkt das. Oder? Das hast du auch ein bisschen zelebriert, neben den lustigen Moment. Und die Frage ist, warum hast du denn wirklich. So lange. Ja, hast so viel Angst vor dem Verlust von der Macht?
hat jetzt, das ist die These, habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Hast du einfach gesagt, ich muss es halt machen, obwohl es mir stinkt? Also, weil nachher bin ich dann einfach nicht mehr Bundesrat. Das kann machen. Ja, wenn man allein schon die Frisur und so anschaut, ist das in den Anfangszeiten gewesen, oder? Und das ist am Schluss ja dann auch nicht mehr so gewesen. Da hat man sich auch ein bisschen entwickelt. Aber am Anfang hat man gesagt, bleib wie du bist. Das heisst, sag auch, was du denkst. Ja. Und wenn ich halt dann von einem Journalist gefunden habe, ist nicht vorbereitet, habe ich ihm das gesagt. Gut. Es gibt noch andere Elemente, die du hast miterleben müssen. Unter anderem Höhepunkt als Bundespräsident ist der Václav Havel gekommen. Freiheitskämpfer, grosser Literat. Zwei Links-Intellektuelle, die da irgendwie seltsamerweise an die Spitze von ihren Ländern gekommen sind, müssen jetzt diesen Zirkus da mitmachen. Wie hast du das dort empfunden? Das ist ganz besonders. Ich habe nämlich im Vorfeld von diesem Staatsbesuch mit dem Václav Havel ja korrespondiert. Und mir gesagt, wir möchten jetzt mal etwas anderes. Nicht so einen Empfang da mit Militär und alles. Und ich habe probiert, einen anderen Staatsempfang zu machen. Und da muss ich sagen, ich habe mich nicht durchsetzen. Es ist nicht gegangen. Da gibt es einen Protokollchef und das Militär. Nein, das geht nicht. Das Einzige, was wir noch als Kompromiss durchbekommen haben, das Militär hat nämlich da Mozart gespielt und nicht der Fahnenmarsch. Aber das ist dann ein so. Aber wie war das für dich, wenn du sagst, ich bin doch jetzt Bundespräsident, er ist Präsident und wir können uns gar nicht durchsetzen, da gibt es andere Mächte? Er selber hat gesagt, das Protokoll sei furchtbar und er leide darunter, er müsse ein unnormales Leben führen in dieser Rolle. Und er könne es nur, weil er im Internat war, im Militär war und im Gefängnis war. Ich war nichts von diesen drei. Jetzt kann man sich vorstellen, wie ich darunter haben musste. Hast du wirklich gelitten? Oder hast du am Schluss dann gleich auch noch ein bisschen gerne bekommen? Moritz, ich habe es am Schluss gleich gerne bekommen. Also. Ganz klar. Ja, und, oh, ja, das ist, hey, ja, aber das sind Sachen, die sich abspielen, wo man sagt, ja, jetzt ist man in dieser Rolle. Die bedeutet ein bisschen ein Korsett. Da muss man Zeug machen, die man eigentlich vom Grund auf nicht möchte machen. Aber das sind Mechanismen, die andere Leute in anderen Berufen ja auch haben. Also ich könnte mir vorstellen, dass es hin und wieder einen Banker geben, der am liebsten keine Krawatte hat. Aber das kommt natürlich nicht in Frage. Das ist eine Arbeit. Gut, und du nach 15 Jahren abgetreten bist du dann sofort Verwaltungsrat von Implenia geworden, von einem Baukonzern, wo ja unter anderem auch fürs UWEC irgendwelche Aufträge hat. Das ist ein bisschen sehr schnell gekommen. Das hat dann sehr viele Reaktionen ausgelöst. Kann man sagen, ja. Und die Frage ist im Nachhinein, ist es einfach die Angst vor der Lehre? Weil ein SP-Bundesrat kann natürlich nicht UBS-Präsident werden. Also die Möglichkeiten, die Optionen sind weniger. Und dass du dich da reingestürzt hast, obwohl das eigentlich schlecht war. Es war vor allem, dass ich weiter arbeiten wollte. Ja. Oder? Ich fand, ich müsse jetzt auf die faule Haut legen. Zweitens war die Abmachung, dass ich schaue, eine Nachhaltigkeitsstrategie in dieser Firma aufzubauen. Und ehrlich gesagt, habe ich das vorher immer predigt. Oder? Ich habe immer gesagt, die Unternehmen haben selber eine Verantwortung und das kann nicht alles der Bund machen. Und von daher habe ich das ganz gerne gemacht. Jetzt kommt noch dazu, das gebe ich auch noch zu, ich habe vielleicht auch ein bisschen gegen den Stachel lücken wollen. Ich weiss, dass man von einem zurücktretenden Bundesrat verlangt, dass er pro Juventute oder pro Senectute oder halt UBS im kann er machen, wenn die gerade in einer schwierigen Lage ist. Ja gut, das ist jetzt bei mir weniger gelegen. Also ich finde es ehrlich gesagt nach wie vor richtig. Dass ich was ich inhaltlich machen in dieser Implenia. Wenn ich gewusst hätte, dass es so einen Wahnsinnsmeis gibt, gebe ich zu, dann hätte ich das wahrscheinlich. Aber sind ja vor allem dann deine eigenen Genossen gewesen. Ja, so auf dich losgegangen, sogenannte Lex Leuenberger, man will so eine Karenz. Es sind zum Teil die gleichen Genossen, die vorher gesagt haben, ich soll schauen, dass die SP-Leute in die Verwaltung sind. Okay. Also, gut, bist du froh, aber dass die Lex Leuenberger dann nicht durchgekommen ist? Ich finde es auch richtig. Ich finde, die Lex Leuenberger, das hätte ich jetzt einen Fehler gefunden, wenn man das gemacht hätte. Nicht wegen mir, mich jetzt gar nicht mehr betroffen, sondern von denen nachher. Ich finde, man sollte dann nachher können schauen. Wenn man eine Quintessenz würde nehmen, aus dem, was du herausgefunden hast, könnte man es irgendwie in diesen Satz finden von deiner Rede. Wir müssen also aus den Erwartungen an die Rolle ausbrechen, um sie neu zu gestalten. Das können wir mit Massnahmen wie Selbstbeobachtung, Aufbau von Kontrollorganen, familiären Diskussionen oder Kaffeepause. Das ist auch ein bisschen ironisch mit der Kaffeepause. Nein, so. Die Kaffeepause habe ich eben vorher erklärt, um was es gegangen ist. Aber gleich, hast du das wirklich zu Genüge gemacht? Oder hast du es erst nachher herausgefunden? Nein, ich finde, wir haben unser Departement so organisiert. Erstens haben wir drei Instanzen gemacht, die sich gegenseitig kontrollieren. Die Ämter, das Generalsekretariat, der Stab. Zweitens, das bestätigen mir auch alle meine Mitarbeiter. Bei jedem Entscheid haben wir immer gesagt, ja, jetzt Moment, wir finden das gut.
was sagen unsere Gegner dazu? Was sagt die SVP dazu? Oder ich habe mir sogar überlegt, was würde ich sagen, wenn es mal einen Puck gäbe? Ah. Also das Denken, dass man sich immer in die Gegenseite einfühlt und dann sich einen Entscheid daran schärft. Das würde ich jetzt für mich in Anspruch nehmen, dass ich das sehr systematisch gemacht habe. Ist nicht erst hinterher herausgekommen, dass es vielleicht noch ein bisschen mehr ist, machen. Wir machen eine richtige Supervision, wo dann Leute, die nicht von dir abhängig sind, umsitzen. Das ist, also ich würde sagen, da habe ich sehr viel mehr gemacht als die meisten anderen. Früher war es sogar so, dass oder ich habe zum Beispiel eine persönliche Mitarbeiterin wollen, die nicht in der SP war. Die SP, die SP hat einen riesen Mais abgeladen. Mhm. Das kommt nicht in Frage, die muss in die SP treten. Aber ich hätte ja gerade jemanden wollen, der mich von der anderen Seite aber sie war gleich deine Angestellte. Aber jetzt geht es ja darum, dass man systematisch sich mit Leuten umgibt, die zu einem selber kritisch sind. Ja. Am Anfang hatte ich einen Generalsekretär CVP, Freisinnig und SP. Extra, oder? Alle drei Parteien extra, damit die Gegenstimmen immer da sind. Gut. Da würde ich jetzt sagen, Selbstkritik mache ich ja sehr gerne, aber das würde ich sagen, habe ich konsequent. Aber die öffentliche Selbstkritik als Ganzes über Politiker, die sich verändern haben, haben jetzt den Weg von dir auch ein bisschen aufgezeigt, den du gemacht hast. Jetzt, 4 Jahre, nachdem du nicht mehr im Bundesrat bist, auch ein bisschen eine Art öffentliche Therapie, oder? Was wäre eine öffentliche dass Therapie? Dass du das also, jetzt alles so da anlegst. Unter anderem, ja. Also das ist, Nein, dass du den Vortrag gehalten hast vor Psychiater. Ja, ich halte gerne Reden zu Themen, da, wo ich vorher noch nie mir wirklich darüber... Ich habe jetzt über Führung früher habe ich nie über Führung theoretisiert. Oder über die Lüge. Aber Bücher hast du keine mehr geschrieben. Du hast nur während deiner Amtszeit als Bundesrat, wo eigentlich keine Zeit hast. Und jetzt hast du Zeit und jetzt schreibst du keine Bücher mehr. Ist es darum, weil eben die Rolle des Bundesrat nicht mehr da ist? Dann wieder einmal einen ganzen Satz sagen. So. Hast du viele ganze Sätze gesagt. Eben, dass du jetzt einfach... die Zeit hättest Bücher zu schreiben, aber jetzt machst du es nicht mehr. Ja, das weißt du gar nicht. Also ist noch kein das pressiert auch nicht so. Hingegen habe ich natürlich bestimmte Themen, wie beispielsweise, und das gehört jetzt zu unserem Thema, die Lüge. Oder ich habe mich früher fürchterlich darüber aufgeregt, oder Peter von Matt gesagt hat, ein Politiker muss lügen. Mhm. Ich habe reflexartig damals ein Buch dagegen geschrieben, warum das nicht so ist. Unterdessen habe ich jetzt mehrere Reden zum Thema Lüge gehalten und komme zu einem völlig anderen Ergebnis. Wir sagen, doch, die Lüge hat ihren Platz in der Gesellschaft und auch die Politik tut sie ganz bewusst pflegen. Das sind Änderungen, die ich jetzt nach dem Rücktritt vor mir mache, das muss ich nicht so wahnsinnig pressieren und sofort wieder ein Buch. Aber gilt das auch für Fernsehinterview, das mit der Lüge? Sicher ist auch schon in einem Interview ein Unwahrheit gesagt worden. Ja, nur muss man wissen, da sind die öffentlichen Scheinwerfer da und das ist am nächsten Tag alles schon aufgedeckt. Oder? Darum lügen die Politiker viel weniger als andere Menschen. Genau, oder sonst ist es dann im Internet und wird dann aufgedeckt. Richtig. Okay, herzlichen Dank, Maurice Leuwen. Ganz interessante Seite der Politiker, die du da uns eröffnet hast. Mit einiger Selbstkritik, Kompliment dafür. Morgen Abend im Club zum Thema vegan. Du bist ja auch Vegetarier, aber Veganer bist du nicht, oder? Nein, Veganer bin ich nicht. Ich habe letztens das Bein gebrochen, und ich soll endlich wieder Fleisch essen. Okay. Ich kann mal bei dir Blumen dürfen essen, die Hause. Ich habe das Gefühl, so weit muss es also nicht gehen. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Diese Sendung gibt es wieder heute in einer Woche. Gute Woche und ganz eine gute Nacht.